So, guten Morgen, 17.03.24. Ich bin am Flughafen angekommen. Die beste Tochter der Welt hat mich hingefahren. Vielen Dank nochmal dafür. Und warte jetzt, dass es losgeht. Ich sitze hier neben dem Kinderparadies, sehr schön. Hört man nochmal ein paar Kinder schreien. Gleich noch ein kleines Frühstück und dann geht der Flieger schon bald. Naja. Mal sehen, was das hier alles so bringt. Wir werden sehen. Zug fahren. So, langsam wird es wirklich ernst. Jo! Sevilla. Ist hier mal gleich eine ganz andere Temperatur. So, jetzt ganz schnell zur Unterkunft. Und dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch den Check mit dem Gepäck. Kleines Bierchen. Mal sehen. So, ich bin jetzt in meinem wirklich total modernen, tollen, neuen Apartment. Alles prima hier. War jetzt eben gerade nochmal durch Sevilla und habe was gegessen und ein Weinchen getrunken und so. Aber das ist schon eine tolle Stadt, kann man nicht anders sagen. Also Sevilla hat was. Morgen habe ich ja so einen Touri-Tag. Das heißt, ich gucke mir morgen so in der Altstadt so die sehenswürdigsten Sehenswürdigkeiten an. Und dann schauen wir mal. Alles soweit gut, wenn ich eins wäre, und das ist leider so, dass mein Rucksack nicht mitgekommen ist mit dem Flieger. Das heißt, ich habe hier nichts, aber auch gar nichts. Ich habe eben im Supermarkt noch schnell meine Zahnbürste gekauft, dass ich zumindest meine Zähne putzen kann nachher. Und die haben mir gesagt, morgen kommt mein Rucksack. Und wie das so ist bei solchen Ankündigungen, schauen wir mal. Ich vermeide die Formulierung, fängt ja schon gut an, weil ich finde, das hat eine mit dem anderen nichts zu tun. Und wenn es gut anfängt, dann hoffentlich auf dem Weg und jetzt nicht irgendwie wegen so einem blöden Rucksack, den sie da hinterher schicken. Also schauen wir mal. Naja. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Alles gut, soweit. Wetter hier ist schön. Wir haben 23 Grad. Es ist im Prinzip schon so ein bisschen Sommer. Wenn du so durch die Stadt gehst, die jungen Leute, die liegen am Ufer vom Fluss und haben sich leicht und luftig angezogen und alles findet hier draußen statt, so wie es in Spanien gehört. Und ich bin echt mal gespannt, was morgen passiert. Ansonsten keine Probleme hier, alles gut. Und dann berichte ich morgen, wie es hier so in Sevilla weiter ist. Also bis dann. Ciao.